Schönen guten Morgen, Mahlzeit, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück bei Blood Bowl 3 mit der Allianz gegen den Rest der League of Cakes. Heute der letzte Spieltag der Division. Der Abstieg ist schon sicher, aber wir spielen gegen den Tabellenführer und schauen mal, was wir anstellen können. Wir haben es nämlich mit Ratten zu tun, und zwar mit Le Noblesse Oblique von Askir. Und sehen hier ein typisches Rattenteam, Guard auf dem Rattenoger, Guard auf dem Blitzer, Mighty Blow auf dem Blitzer. Dann einen ziemlich cool designten Gutter Runner mit Wrestle und Strip Ball. Also quasi ein Ballattackierer. Und ansonsten nichts Wildes. Ne? Einmal Kick, einmal Wrestle, einmal Block. Alles okay. Es sind insgesamt 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spieler. Das heißt, wenn wir mit unseren Dirty Playern da ein bisschen eskalieren, könnte das doch was werden. Ich gehe ins Discord und schau, wo mein Gegner bleibt. Wir sehen uns gleich wieder. Guten Abend. Servus. Dann schauen wir doch mal, ob wir mit der Allianz dich irgendwie ärgern können. Ja, sei mit auf den Rücken stellen und totstellen. Ich wäre soweit, wenn du soweit wärst. Ja, das Spiel startet gerade noch. Jo. Das war letzter Spieltag, ne? Genau, letzter Spieltag. Bei mir geht's um die Banane. Bei dir noch um mehr. Gut, dann wäre ich soweit. Na dann. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das ist tatsächlich jetzt, glaube ich, auch eine direkt der erste Mal, dass ich gegen Old World Alliance spiele. Die gibt's ja so selten. Ich werde sie auch ehrlich gesagt nie wieder spielen. Also wenn sie... Naja, sagen wir mal so, keine Ahnung. Die Zwerge sind einfach unter einer Sau. Dass sie halt Lona haben, ist absolut mistig. Das kacke, ja. Und okay, also mein Baum hat sich jetzt in den letzten zwei Spielen ein bisschen gebessert, aber die ersten Spieltage war es so, Turn 1, erste Aktion, Wurzeln schlagen, vielen Dank. Ja gut, das liegt ja nicht unbedingt am Team, denn das liegt dann eher in den schlechten Würfeln. Ja, ich meine, die Würfel waren auch ein bisschen Pest diese Saison, muss ich sagen. Da wollen wir mal hoffen, dass es sich im letzten Spiel nicht ändert. Ne? Na, mal gucken. Ich habe die bisher auch nur benutzt, als ich diese Kampagne hier mal einmal mit durchgespielt habe. Da habe ich Old World Alliance für benutzt, aber. So kommt man mit denen ja echt nicht viel in Kontakt. So. Oh, du hast sogar einen höheren Teamwert als ich? Oder? Ja. Ja, okay. Oh, 10.000. Nicht alles auf einmal ausgeben. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn man sowas angeben sollte, dass Beträge von 10.000 möglich sind, dann sollten sie auch die Möglichkeit bieten, dass man die auch irgendwie ausgeben könnte. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Irgendwas total, ja, ein Stück weit, also mit ganz geringer Chance, dass es was bringt, aber dass du irgendwas angeben kannst, ja. Ja, so. Wie gesagt, dass du dich besser fühlst dann. Ich finde deinen Gutter-Runner als Ballendreise, finde ich, sehr schön designt. Mit Wrestle und Strip Ball. Wie viel hat der dir schon Balleroberungen geschenkt? Nahezu null, glaube ich. Okay. Also auf dem Papier liest sich's gut. Ja, also er ist tatsächlich hauptsächlich dafür, da einen Touchdown zu machen, weil die anderen entweder sterben oder zu blöd dafür sind. Das ist ein bisschen eigenartig. Ja, Mai. Irgendwas ist immer. Jo.
Gut, dann. Edeltraut darf ich vorstellen. Baumkorb, Wolfsfaust. Seines Zeichens Eiche in der dritten Generation. Tja. Danke, Edeltraut. Hab bisher noch nichts geleistet. Ich meine, aus dem Standpunkt versteht man ja diverse Entscheidungen so ein bisschen, um die abzuschwächen, ne? Aber aus Gründen, jetzt aus rein spielerischer Sicht, das zu erklären, dass jetzt Zwerge dabei sind, aber die Loner sind, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, es ist und bleibt mir ein Rätsel. Und mein Trollslayer, ich habe ihn noch nicht lange, aber der hat schon zweimal geglänzt mit Triple Skulls. Und dann natürlich so dieses typische Loner schlägt fehl. Gute Nacht, Marie. Na, es ja, ist. Ja, natürlich. Aber man muss auch denken, die werden die Teams doch auch ausprobiert haben und den gespielt haben, ne? Also irgendwie. Na dann, auf ein schönes Spiel. Ja, gleichfalls. Die Frage ist, möchtest du dich anders aufstellen? Ja, gute Frage. Aber so dir das Leben ein bisschen schwer machen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, klar. Darf ich dann 4? Oh, hi. Gestatten, der Graf. Der Graf. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass das Gegenpart sind ja die Chaos Renegades. Hm. Und die haben ja einen Elfen. Aber die haben sie ja keine, genau, gegeben. Ja, irgendwie. Irgendwie so, als ob die so einen Hass auf die Old World Alliance irgendwie hatten und nicht gedacht haben, so das Team machen wir mal richtig schlecht. Ja, keine Ahnung. Also irgendwas muss die geritten haben. So. Wollen wir mit der Baumwasser heißt? Das war so klar. Sehr gut. Freut uns. Aber danke nochmal zu. Oh, dann Doppel-6. Hm. Naja. Ich meine, so technisch gesehen, das ist eigentlich eine schöne Kombination. Du hast einen Ogre oder einen Baum vorne mit massiver Rüstung, zwei Zwerge, die daneben stehen, um Schläge einzufangen. Und du sagen kannst, super. Ja. Aber auf dem Papier sieht es gut aus, aber wir sind so direkt. Sie haben es einfach zu sehr genervt irgendwie. Mhm.
Irgendwie schon. Okay, alles liegt aber nichts draußen, da. Damit kann ich leben. Mhm. Es war so klar. Doppelt auch noch. Es war so klar. Aber. Hey. Aber immerhin argued. Ja. Sich hin. Jetzt müsste ich ja quasi mit dem Ogre anfangen. Andere diabolische Idee. Gut, dass ich den Ogre nicht genommen habe. Ja. Mir schwant Übles. Ja, mal gucken, ob die Würfel damit spielen. Das steht aber jetzt ein bisschen im Weg. Da habe ich ihn schon im Weg gesteckt, verdammt. Na gut. Okay. Du hast keinen Dutsch, okay. Das Rush hat geklappt. Oh, und gleich ein Niederschlag. Das ist aber schön. Ja. Ich brauch's einfach gar nicht anfangen. Es ist zum Kotzen einfach. Dann nehmen wir das ganze Kommando zurück. So viel dazu. Ich habe auch schlicht wieder einfach blöd angefangen.
viel zu weit aufgemacht und hinten den Ball nicht abgesichert. Und das gegen Ratten, das ist einfach fatal. Da mache ich es dir halt gerade aus. Ja. Ich mache es halt sehr leicht. Auch wieder mit. So. Naja, ein Dodge. Das ist nicht, das sollte allzu schwierig sein. Hoffen. Zwei Dodge. Mal gucken. Ja. Was falsch hingestellt, hätte ich mir den Goffert sparen können. Hingegen. Ja, Touchdown ist Touchdown, ne? Gut. Ja, geht's halt. Danke. Ah, das Ganze machen wir jetzt nochmal, bitte. Ja, das ist frustrierend. Weißt du, ich spiele unglaublich gern dieses Spiel, aber dieses Team will mich einfach nicht wirklich Spaß dran haben lassen. Ich kann da machen, was ich will. Man hat hin und wieder Teams, die einfach, wie soll man sagen, einen veräppeln oder irgendwie einen runterziehen. Ja. Aber ich bin jetzt aber auch zu stolz, um zu sagen, mit der nächsten Saison fange ich was anderes an. Okay. Weil das, nö, sehe ich nicht ein. Ja, gut, wenn es um die Würfe sind, ist eine Sache. Also ich habe es mal tatsächlich gehabt, dass ich Hochelfen, zweites oder drittes Team, was ich hatte, ganz am Anfang. Ich hatte in der ersten Season der DBBC 13 Tote gehabt. Und ich habe das Team so gehasst, dass ich das sofort gelöscht habe. Ja, das glaube ich dir. Seitdem bin ich auch nicht mehr bei Hochelfen bei gewesen. Da liegt er aber schuld. Ah, Hitze. Das ist aber nicht schön. Weigern sich gerade vom Feld zu gehen, die Ratten, ey. So ein bisschen, ne? Aber es kommt früh genug.
Weil ich glaube, ich muss sie einmal selbst richtig mal austesten, ob die irgendwas wert sind, so ein bisschen. Ich glaube, die Zwergen-Linemen kannst du dir sparen. Ach, okay. Wieder da. Jetzt ist die Runde durchgekommen. Boah, schon wieder? Jetzt verfälscht doch die Statistik. Die Würfe sind scheiße, Mensch. Ich glaube tatsächlich, die Zwergen-Lineman kannst du dir sparen. Und kannst den Teamwert noch ein bisschen runterdrücken, weil ich meine, Brawler ist ganz nett. Aber mit Lona dazu sind die einfach kacke. Und ich habe bislang 2 SPP auf denen gehabt. Ja, sie fangen halt einiges an Schaden ab. Oh. Erste Durstungssoße beim Zwerg und gleich raus, alles klar. Es ist wie es ist. Ja, nee, die Linemen hätte ich auch weggelassen. Ich hätte mir jetzt, wie gesagt, 2 für die Front geholt, die mit Rüstung 10 da halt stehen neben dem Baum, um Schläge zu kassieren, aber ansonsten. Den Blitzer würde ich auch, den Throw Slayer würde ich auch weglassen, der ist eigentlich auch zu. Du bist ein Catcher, ne? Da kann ich dich ja sogar mal ranstellen. Jawohl. Also Edeltrolle ist eh die geilste, lässt sich vom Baum vermöbeln, noch auf ihr rumtreten, steht auf und rennt weg. Und mein Blitzer wird von deinem angehustet. Ah, ich bin K.O., Hilfe! Na gut, musst du sagen, er hat wieder so Knochenbrecher gehabt. Alles kacke. Aber mal von den Würfeln jetzt abgesehen, macht das Team denn Spaß? Es macht schon Spaß. Also es ist schon lustig zu spielen, gerade wenn du halt noch mit so einem Dumm-Dumm-Geschoss hantierst mit dem Halbling und das halt funktioniert. Das ist ja generell dieser Chaos-Faktor, den du dann gern mit einstreust. Da ist es auf jeden Fall echt lustig. Nur ist, wenn du halt wirklich Spaß am Spiel hast und dann einfach deine Würfel zu dir sagen, nö, einfach nur nö. Aber ich glaube, das ist generell Blood Bowl. Da kannst du dann nichts dagegen tun. Das zumindest kann mal funktionieren. So. Geh doch mal dahin. 4-fach 6, meine Güte. Ja, ich meine, wenn du jetzt den Chaos Runner Gates als Vergleich dazu nimmst, ne? Die machen ja echt Laune. Den hast du ja auch so richtig mit den Mutationen so richtig schön viel spürende Möglichkeiten und 3 Big Guys, das hat schon was. Bis sie natürlich anfangen, in einer Runde alle auf doof zu machen, ne, aber... Ja. Das ist richtig. Zum dritten Mal getreten. Und schon wieder... 3-mal treten mit Dirty Player. 3-mal. Komm, das ist wieder die 6. Ich würde ja lachen. Nein. Boah, nee, zum Glück nicht. Das wäre schon mittlerweile ein bisschen. Waren 5. Das war knapp. Naja, ich habe ja noch einen Dirty Player auf der Bank. Da haben die Random Skills mich auch in eine Richtung gelenkt. So dieses, findest du nicht auch, dass Faulen ein total nützliches Instrument ist? Okay.
dahin. Dahin. Das ist Rush. Mhm. Ja, da liegt ja nicht so schwer. Ja. Tut mir leid, Edeltraut, aber ich fürchte, du musst da kleben bleiben. Ach, Edeltraut hat sich auf Baumkopf Holzfaust doch schon eingespielt. So. Ja, mir fehlt jetzt der dritte Gatorunner, um zum Ball zu kommen. Mhm. Obwohl, da wäre er wahrscheinlich sowieso nicht hingekommen. Ich weiß ja klar. Sag's doch, Edeltraut weiß, was ich mit dem Baum machen muss. Ihr arbeitet im Garten. Mhm. Du so mitspielst. Oh, sehr gut.
Ach, das ist ein Lineman. Ich hab den jetzt für ein Dings gehalten. Tarnen okay. Und täuschen. Aha. Ach, die sehen aber irgendwie viel zu gleich aus. Dann gehst du dahin. Dahin. Oh, ich sehe gerade, ich habe ihm noch gar keinen Namen gegeben, den neuen Gutterrunner. Ups. Naja, er muss sich erst an den Sporen verdienen. Und jetzt wird gedodged. Es wird gedodged. Bin begeistert. Easy peasy. Ich bin nicht so. Okay.
Sehr gut, der Rüstungsbruch hilft. Natürlich ist das gestunt. Es kommt halt wieder alles wunderschön zusammen, wie man sich das wünschen kann, ne? Ich muss aber hier hin. So. Wir haben Zuschauer. Stille, heimliche Zuschauer. Stille Beobachter schleichen sich hier ein. Ja, ich wusste nicht, ob ihr aufnehmt oder so. Da wollte ich nicht dazwischen quatschen. Ach, du kannst immer. Jo. Es gibt hier regelmäßig Leute, die reinspringen, sagen Tod und Verderben und wieder gehen. Ich habe das tatsächlich erst ein oder zweimal gehabt. So, du stehst auf. Okay, du bist in der Theorie machbar. Gut, damit hast du deinen Job hervorragend erledigt. Naja. Der hat Wurzeln geschlagen. Das ist nicht schön. Das wird so schief gehen. Oder auch nicht. GZ. Okay. Der Dengel, das ist ja hier. Ungewöhnliche Methoden erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So. Will er jetzt zu viel? Natürlich will er jetzt zu viel. Kommt die Doppel 1. Okay. Also richtig. Okay. Okay, damit komme ich ran. Das wird aber auch nur ein Würfelblock. Ja, ein One-Die kriegst du höchstens hin. Ja. Nachdem der Rattenuhr mit Guard jetzt weg ist. Ja. Genau. Das wäre jetzt leider etwas unpassend, aber naja. Ach, finde ich jetzt nicht so. Findest du nicht. Der kann gerne weiter draußen bleiben. Okay, warte mal, wenn ich das hier mache. Dann könnte ich tatsächlich einen 2-Würfel-Block kriegen. Ah ja, okay. So. Das reicht schon. Dann gehst du mal hinterher. So. Dich packe ich da ein, mit dir block ich, aber mit wem hebe ich den Ball auf? Mir fehlt die eine Ratte. Vor allem, ich kann den Ball ja auch nur dahin kicken, wo quasi alles von dir ist. Und zum Baum möchte ich nicht. Oh, sorry. Ich habe keinen Sunny. Ah, wieso nicht?
weil ich damit beschäftigt war, irgendwelche Spieler nachzukaufen. Ach so. Ach, schön. Ruhe in Frieden, Nico Nürnberger. Du warst der Beste. Es tut mir jetzt aber wirklich leid. Ab. Vielleicht ist das jetzt der Wink mit dem Zaunfall, dass ich vielleicht doch mit dem neuen Team nächste Saison anfange. Ja, möglich. Aber Junge, der Ball möchte nicht zu mir, der möchte zum Baum, zum Kuscheln. Mann, jetzt... Der ist eingeklemmt, das ist egal. Dann... Der steht dort. Das ist der. Wenn eine Skaven Clan Red Lineman halt das schafft, was Blitze und Zwergen Lineman in meinem Team nie schaffen in der Saison, ist das wohl eindeutig. So, sollen wir noch irgendwie verhindern, dass du noch einen Touchdown machst? Ich glaube, das war tatsächlich den ersten Toten, den sie hingekriegt haben. Ja, und dann halt gegen mich. Ich fühle mich geehrt. Ach. Ach, schon wieder. Ich habe den für einen Lineman, für einen Dings gehalten mit Stärke 2. Das ist aber auch blöd gemacht irgendwie bei denen. Das ist echt doof gemacht. Ich habe mir wirklich schnell angewöhnt, diese Spielerkreise farbig unten anzeigen zu lassen, damit ich das unterscheiden kann. Was? Spielerkreise? Du kannst die Positionen... Ach, da. Warte mal. Genau. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. So. Okay. Wie mache ich das? Werden die Farben vergeben? Gelb für einen Blitzer? Ja, keine Ahnung. Jemand, der farbenblind ist wahrscheinlich. Aber das zeigt ja auch nur meine eigenen an, oder? Nee, der Gatter ist bei mir grün. Die Linemen sind weiß. Blitzer sind gelb bei dir. Ach, das ist ein Catcher. Der müsste aber blau sein, der wird bei mir immer weiß angezeigt. Interessant. Meine zeigt richtig an, aber deine sind alle weiß. Warte mal. Ah, man muss mehrfach draufklicken. Okay, jetzt habe ich's. Okay. Brauche ich auch nur beim Gegner dann. Bei mir brauche ich das nicht. Okay. Wie mache ich's denn? Oh ja, das hilft tatsächlich. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. So ein klein wenig. Weil da, wo der Ball gerade liegt, ist eigentlich ganz nett. Die maximale Schwere, da irgendwas anzustellen. Ja. Ach komm. Na guck, da ist doch das Paar. Nichts passiert. Nee. Naja. Hoffen wir halt mal auf... Wollen wir mal auf die Hitze? Ja, das wird interessant werden. Bist eh nur noch du dran. Dann ist Halbzeit. So, mal gucken. Die Ratte ist... liegt. Der könnte einen Touchdown machen. Der könnte einen Touchdown machen. Und nimmst den Ball auf. Gibst. Okay. Dann müsste ich dich...
Mikrofon mal auf. Hallo. Dann haben wir hier jetzt einen Würfelblock. Ein Würfelblock. Sehr gut. Daher. So, jetzt machen wir einfach so, 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 so und so. Na dann viel Erfolg. Ach, jetzt habe ich ihn genau zu dem Typen hingestellt. Naja, na, ja, gut, aber so ist er Aufnahme. Ja, mal gucken. Okay, das Aufnehmen klappt nicht. Ich habe noch genügend Rerolls. Na, okay. Ja, yeah, ich habe den Ball. Jo. Dann schauen wir mal. So, bei mir ist ein wichtiger draußen. Bei dir ist auch ein wichtiger draußen. Okay, jeweils nur einer. Trollslayer. Und bei dir der Blitzer. Ja, Midgard. Ja, das muss man meinen Ereignissen sagen, ne? Die haben sie ja doch sehr stark entschärft. Definitiv. Dein Rattenorgel hätte ruhig noch weiter schlafen können. Ja, ich freue mich auch, dass er wieder da ist, aber mir ist mein Gattung tatsächlich wichtiger gewesen. Warte mal. Wo geht's da mal her? Also mit dem Baum möchte ich nicht kuscheln. Wieso? Verstehe ich nicht. Der hat bislang noch nichts gemacht. Ich werde, der hat Borkenkäfer. Der hatte einen Armor Break bislang, sonst hat er noch nichts gerissen. Ah ja. Nein. Dahin und dahin. Dich lasse ich da und ich. Ich dahin. Ich habe das Gefühl, du kommst über die Seite, wo die eine Ratte steht. Ja, ganz sicher. Es ist meine absolute Super-Mega-Vertäuschungsstrategie. Ja. Sieben, bis dahin. Solche Situationen sind irgendwie ideal, weil der meistens mit der Blitz kommt. So, ich mach das, ich mach das. Pille. Ich kann nicht dahin. Ja, gucken wir mal. Kick wäre jetzt toll. Wir sind trotzdem. Nein, der ist zu weit raus. Okay. Ja. Na, ich habe halt ein bisschen nach links gezielt.
Aber wenn er halt 6 weit scattert, ist es eh. Ja. Oh, tut mir leid. Ich kann nicht anders. Alles gut. Guck dich aus. Wir so richtig schön noch eins reinwürgen. Was tun wir dahin? Gehst dahin. Ich brauche einen Bauernopfer, das machst du gleich. Ich bin einfach nur deppert. Keine Ahnung, ich tue mir gerade unglaublich schwer, dann noch konzentriert zu bleiben und anständig zu verteidigen. Ich war so irritiert davon, dass mir einer fehlt, dass ich halt in dieses Boot bin, aber da lasse ich halt die Seiten komplett offen und er ja, läuft halt komplett um mich herum. Scheint so. Zwergen zu hauen ist ja eigentlich ziemlich nutzlos, ne? Nicht mal das Ganze. Habe ich schon von dumm geschossen geredet? Da sind noch so viele Ziele. Wo geht er hin? Das sieht ja krass aus, wie er da schwebt. Natürlich treffe ich das leere Feld. Ein Hals soll er sich brechen, echt? Ja, natürlich jetzt drei Spieler drumherum auf die 6 Plus, natürlich schwierig dann. Naja, das ist ja nicht so das Problem, aber halt genau Schiffe versenken, genau das leere Feld erwischt. Ich jetzt gerne da ordentlich draufhauen, ne? Aber man hat sich jetzt mit dem blöden Rattenoger jetzt hier was vorgenommen, jetzt muss man das auch durchziehen.
Dafür brauche ich noch ein bisschen Platz. Für dreimal Block. Nur 8 Spieler. Dafür da. Mal kurz gucken. Okay, mit dem Baum kannst du da immer noch kanonieren, aber das wird ein bisschen schwieriger. Block. Gut. Ah, jetzt möchte er zuhauen. Viel Spaß. So. Der Ratte. So, gehst du da noch mal hin? So. Juhu. 21 Uhr, wo bleibt mein Gegner? Na, gegen wen spielst du? Gegen Suaron. Ah. Auch in der Lok, oder? Ja. Uhr. Verrückt. Gegner nicht da. Ja, das reicht. Jetzt kannst du ihn konziden quasi. Das ist automatisch eine Niederlage akzeptieren. Nee, ich habe geschrieben, weil ich ein Training habe. Ich habe gesagt, könnte 21 Uhr, könnte aber auch bei mir 21.15 Uhr werden. Aber es wow, heißt ja trotzdem nicht, dass ich... ein Job, Mann. Das ist so ein schlechter Wurzeln. Dass er nicht trotzdem da sein muss. Ah.
Meine dunklen Elfen wurden ja auch schon zerhauen, aber meine Skaven auch. Ja, komm. Vielleicht. Das war dem Baum wahrscheinlich zu weit. Ne, gesehen, der ist so weit weg, das sind zwei Felder, das ist mir zu anstrengend. Oh, hier haben wir noch einen super Würfelblock, den nehmen wir nochmal mit. Schieben wir ein bisschen. Hier noch ein Block. Guck mal hier, wir schieben ihn näher ran. So, und wenn du mit Ratten mehr Armor Breaks hast als ich. Ja. Das ist schon ein bisschen mit, obwohl wir hatten relativ obwohl ich glaube mehr Armor Breaks hattest du, aber das waren ja alles nur im Großen und Ganzen Stunts. Es waren nur Stunts, ja. Es war ein K.O. das vom Rattenoger und das Foul K.O. vom Gutterwater. Das muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also mit der neuen Statistik ist es ja so, dass ich, wenn ich jetzt Blitz auswähle, dass ich ein Ziel auswählen muss. Ja. Ich muss den aber nicht blitzen, oder? Ich kann den auch woanders hinstellen, hier. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich verstehe, was du meinst und mach einfach. Ja, wollen wir mal testen, ob das funktioniert. So, zack, zack. Okay. Anscheinend nicht. Gut. Ich glaube, sobald der in die Endzone rennt, ist quasi. Ja. Ach, der Touchdown. Ja, mich hätte dann interessiert, ob ich jetzt quasi sagen kann, ich will ihn noch nicht blitzen, ich möchte ihn nur woanders hinstellen. Das ging aber anscheinend auch. Das ist schon mal gut. Gratuliere. Danke. So. Oh, die Hitze ist vorbei. Ja, das war gerade eben Changing Weather, wo ich das Ding noch ins Aus. Weit ins Aus geworfen habe. Okay. So. So, ich brauche irgendwas mit Block, was keinen Lohner hat. So, ja, danke. Die faulen Zwerge liegen immer noch draußen rum. Hm. Es ist zum Verrücktwerden. Ist aber relativ harmlos bisher, das Spiel, ne? Hm. Naja gut, ein Toter, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Hm. Krieg einen Wiederholungswurf, wow! So. Ich werd verrückt. Jo. Armor Breaks sind da. Ja. So, wie war das? Adler sollen fliegen. Jetzt ist auch schon alles egal. Jetzt ist auch schon alles scheißegal. Jetzt bin ich gespannt. Oh, haben wir eine 6. Oh, das war leider beim Falsch rum. Ja, der scattert ja nur, ne? Hab ich bisher so selten gemacht, den Wurf. Bei einer 4? Ja, ja.
Es geht halt immer ganz schön viel, ja. Ei! Ui, da siehst du mal. Lauf! Die Schwierigkeiten. GZ. Glückwunsch, schönes Ding. Ja. Ah, immerhin etwas. Danke, danke. Die K.O.s bleiben einfach liegen, ne? Es ist zum Mäusemelken. Ein fauler Zwerg. Ja, und ein fauler Gatte. Nein, eine Clanred. Das ist ja auch eine Ratte. Also, oh nee, Edeltraut, jetzt habe ich keinen mehr gegen deinen Baum. Jetzt kippt das Spiel. Ja, verdammt. Jetzt ist vorbei, ich gebe auf. Ihr habt's gehört, ich hab's auf Video. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Herr Suaran hat das vergessen oder so. Dann wir einfach jetzt mal die Taktik. Der Was? Dings, sehr gut. Wo ist der? Oh, das ist wieder da. Sehr gut. Sehr gut. Für so Stunties, die geschmissen werden können, bräuchte es irgendwie so eine Fähigkeit flugsicher. Ja, aber ich glaube, die werden dann vielleicht ein bisschen zu stark, oder? Ja, glaube ich. Also so ein Reroll auf Landen ist zu krank. Du hast beim ersten Wurf nur geübt, das leere Feld zu treffen. Das war quasi nur Training. Ja. Um jetzt dann auch das leere Feld zu treffen. Wäre natürlich jetzt noch der Kracher gewesen, wenn er jetzt quasi auf dem Rattenohr gelandet wäre. Das wäre es gewesen. Dann hätte ich aber auch erwartet, dass der Rattenohr verletzt rausfliegt. Ihr Rattenohr hat mein Halbling getötet. Er ist daran erstickt. Das ist geklaut, das ist von Otto. Ja. Ein bisschen sichern. Ein Layer ist auf der anderen Seite, okay. Hieronymo. Oh, und der macht euch richtig. So, darf ich vorstellen, Zwerg, Ratte, Baum, Baum, Ratte, Fußratte. Eine Fußratte? Also das üben wir aber nochmal. Und können sie nicht, aber sie fliegen nicht vom Platz. Immerhin etwas. Oh, da muss sich schon der Rattenohr rauffallen lassen, was das fetzt. Der liegt doch am Boden, wie kann denn der Wurzeln schlagen? Er hat mehr Fläche zum Boden. Das heißt, mehr Wurzeln möglich.
Ah, ja, sehr bleib, gut. Bleib einfach liegen. Also ich finde, dafür gehört der Rattenoger auch 2 Punkte. Er hat den Baum aus dem Spiel genommen. Hatte. Und da führt jetzt die einzelne. Mal richtig schön draufhauen. Genau. Das war's mit dem 3-Würfel-Block. Nach da. Okay. Oh, sehr gut. Dong. So, du gehst dahin. Dann machen wir das, was jetzt Ratten am besten können und machen einen schnieken Seitenwechsel. Screen! Da liegt der Baum. Ja, der liegt da so. Und dachte sich so, hier ist so im Zentrum des Spielfelds, da ist der Boden, der ist sehr, sehr nährhaltig. Reichhaltig, hier schlage ich Wurzeln. Schwer im Wachstum. Das ist ja auch schön. Mit denen einmal. Dass der Block hat. So. Dann habe ich gehört, dass du dich ein bisschen opfern möchtest. Gehst nach hier. Dann kannst du. Oh, haben wir den lieber nochmal. Drei Züge, 3 Rerolls, das nehmen wir. So. Wie war das? Dem dürfen Spieler, die nicht gepinnt sind, nicht markiert sind, dürfen helfen beim Aufstehen. Ist das bei denen auch so? Weil bei den Waldelfen klappt das hier nicht. Nee, der darf das. Plus one in Stand-Up Test for each adjacent teammate who is an open player. Genau. Naja, dann. Du stehst im Weg. So, das reicht. Das ist sein Job.
So, jetzt wär's auf die 2 plus dann, ne? Hm. Wo fliegst du hin? Naja, es sind zwei Spieler dran. Also ja, es wäre auf jeden Fall auf die 6 plus gewesen. Ne? Also, aber ich finde es cool, dass sie es... Dass er halt rückwärts scattert. Ja, aber ich finde das echt cool gemacht haben, dass sie wirklich in alle Richtungen fliegen können. Mhm. Das finde ich richtig geil. Also das hat natürlich irgendwie echt mehr Klasse. Das ist feindlich. Nö, geht nichts mehr. Der ist auf. Aber der Scatterwurf wird gar nicht in der Log angezeigt. Das ist immer total verbuggt. So. Weil die zwei Felder, die er... Wäre er in die richtige Richtung die zwei Felder geflogen, hätte er den Ballträger erwischt. Ja. Ja, schon. Ich habe keinen Block dafür, ne? Schade. So. Ja, jetzt machen wir zuerst das. Da gehen die Rerolls. So. Die flogen diese Runde ja aber sowas von weg. Gut, dann gucken wir mal, ob du mit... Oh, meine Fresse! In dieser Runde geben sie gerade alles. Mhm. Ich glaube, das wird nichts hier mit Suaron. Ist wieder online. Weder im Spiel noch bei Discord. Das kann Dings, ne? Wieder eine 1, meine Güte.
Blau. Das sind Zwergenblocker, das ist mir eigentlich relativ egal. Wenigstens ist das Geschoss außer Kraft gesetzt. Eigentlich müsste das doch da die Möglichkeit geben, dass der den auch auf dem Boden liegend betäubt schmeißen könnte. Gibt doch keinen Grund, der dagegen spricht eigentlich. Eigentlich nicht, ne. Ich würde das vielleicht ein bisschen erschweren, weil er halt vielen, wie ein nasser Sack, dann fliegt, weil er halt bewusstlos ist, aber... Mhm. Ich wär's allemal. Definitiv. Ach, wenn da gleich die 1 fliegt, ne? Aber ich will das ja gar nicht probieren. Wie gesagt, ich habe gerade meine ganze Runde gerade alle verballert. Hm. Jo, die 6 gewinnt, ne? Nein. Okay. Ja. Gratulation. Ja, noch muss er dodgen. Ein Reroll mehr. Natürlich jetzt auch gerne vielleicht den Touchdown gegönnt hier, aber... Ja, mit der 6 Platzergebnis. Ja, Glückwunsch. Danke. Und dein Blitzer ist immer noch kaum. Sollten meine Ratten auch mal putzen. Eieiei. Ja, schreibt den Suaron mal, dass es denn heute nichts mehr wird, ne? Vielleicht ist ihm irgendwas dazwischen gekommen. Ja, gehe ich auch, weil eigentlich ist ja immer super pünktlich, immer auch hier online. Ja, also. Ja. Aber um 4:45 klingelt der Wecker. Das war jetzt quasi schon so. Nee, ich würde auch nie länger als 15 Minuten warten, das reicht auch. Was ist dann noch? Nein. Ach, jetzt. Nein, nicht der Baum! Alle, nur nicht der Baum! Das Spiel hasst mich! Was hat der Baum jetzt? Pitch Invasion. Ach, Scheiße. Ah, wieso? Ui. Ein tote Ratte. Ich habe noch den Abo. Ich gehe mal schwer davon aus, dass du niemand anderen jetzt noch verkrüppelst, ja? Schauen wir mal. Geld. Obwohl... Minusrüstung. Tod. Tod ist tot. Tod ist tot. Du Frauenschläger. Oh, okay. Ja, ah. Yeah, ich komm nochmal an den Ball ran. Denkt mir das überhaupt irgendwas? Oh! Oh, 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 oh! Ich habe gar nicht gesehen, dass der Werfer vorne steht. Ups. Glück im Unglück, würde ich sagen. Gut, dass der Baum Nächtlinge und Mächtlinge gemacht hat. Es ist aber ein sehr interessantes Spiel. Ja.
Hat auf jeden Fall was. Ja. Schönen Abend noch, viel Spaß noch, viel Erfolg. Bis jo, Kali, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Schaff's den Ball aufzunehmen. Nochmal. Ja, der geht schief. Es ist ja von den Verletzungen her wenig passiert, ne? Aber die haben schon richtig reingehauen dann. Hm. Das ist auf jeden Fall. Und da ist der Doppel-Linie-Erschlag. Nein, der will nicht nochmal. Nein. Nun denn. Oh, aber er hat dafür MVP gewonnen. Supi. Kriegt auch noch sein Level ab. Gratuliere zu dem verdienten Sieg. Na gut, bei dir lief auch ein bisschen was schief und die Ratten haben halt gut was eingesteckt. Ja, ja, also dafür, dass er halt der wenig Rüstung normalerweise haben sie recht viel ausgehalten diesmal. Ja. Jawohl, so, ja. Warte mal. 13 Rüstungsbrecher ist, ja gut, bei 36 Blocks ist im Schnitt. Ist relativ wenig passiert halt, ne? 3 K.O.s nur und ein Kill. Mhm. So. Kronk. Willst du Kronk noch? Nee, gibt dem Ding. Der kriegt einen anderen Namen, warte mal ganz kurz. Okay. Ich noch. Man wüsste nicht, wie der Verstorbene vorher genau hieß. So, Statistiken. Ja, beide Inflicted Casualties 1, Inflicted Kills 1. Genau, ich nenne ihn jetzt Fronk, der famose Fixer. So. Der famose Fixer. Das ist halt der Werfer raus, ne? Das ist ärgerlich, ja. Willst du das Team jetzt aber noch weiter spielen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hätte jetzt mit 6 SPP auf jeden Fall einen Kicker. Ansonsten. Der Dumm-Dumm-Darre kriegt einen Random-Skill. Safe Pair of Hands, Dinge, die die Welt nicht braucht. Hat die gereichert. Wobei, der kann den Ball, wenn er beim Schmeißen hinfällt, jetzt in das
Feld legen, wo er will. An und für sich nicht verkehrt. Und jetzt zum Ende der Saison kriegt man plötzlich mit einem Random Skill Guard, aber ich sehe irgendwie nicht so viel Potenzial in dieser Mannschaft. Nee, nicht wirklich. Ja, mal gucken, was die Geschäftsführung meint. Vielleicht wollen sie mich als Trainer ja gar nicht haben. Für die nächste Saison. Musst du noch auf die Pressemeldungen warten. So. Wenn ich mich jetzt nicht irre, bin ich damit, glaube ich, jetzt hier durch. Ja, unanholbar. Yep. Dann gratuliere. Danke, können Sie es aufs Finale vorbereiten. Genau, dann geht's aufs Finale zu. Ich werde mal die Allianz Ultras mal mit ins Stadion schicken, dass sie dich ein bisschen anfeuern zum Finale. Yay. Die schmeißen dann mit Halblingen aufs Feld. Zumindest versuchen sie es. So, ja gut. Was ich jetzt noch überlege, ist tatsächlich, dass der Ogre jetzt ein Level-Up hat, was ich dem jetzt gebe. Aber er hat jetzt 9, ne? Break Tackle wäre natürlich auch klasse. Bei einem agilen Team. Das wäre was. Oder Juggernaut oder Brawler. Brawler kannst halt beim Blitz nicht einsetzen. Ja, Blitzen tue ich sowieso mit den anderen beiden, weil die sollen halt noch Dings kriegen, klauen und dann Knochenbrecher und die nutze ich dann eher dafür. Ja, klar. Er würde dem Team im Endeffekt nachher doch auf Dauer zu viel Schaden zufügen. Weil dass er halt auf Not was kann und dafür ist Break Tackle eigentlich ideal. Richtig, weil wenn du eh sagst, mit den anderen beiden blitzt du, dann schließt du auch Juggernaut aus. Und dann ist Break Tackle die Wahl. Kriegt der. So, der Gutter Runner. Das überlege ich mir noch. Und das war's an Level Ups. Okay. Sehr gut. Immerhin habe ich den Fans auch ein bisschen Spaß geboten. Ja. Aber um auf ein Resümee zu der Saison: 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Es hätte besser laufen können. Sagen wir es mal so. Ja. Muss den Namen des Teams vielleicht ändern. Die Allianz kann es doch nicht. Und damit weiter spielen. Irgendwie schon, ne? Ja, aber Old World ist, keine Ahnung. Also nach der Saison bin ich der Meinung, sie sind vom Konzept her ganz interessant, aber dieses Lona auf den Zwergen macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Und dass halt die Lineman Brawler haben statt Block, wo ich mir denke, wieso? Weiß nicht, sind bei den Chaos Renegades, sind da die Positionals anders von den Skills? Weiß ich gerade gar nicht. Also von denen hat keiner, das Einzige, was die haben, ist zusätzlich Animosität. Das finde ich passt aber auch. Aber ansonsten, das spielt ja nur eine Rolle bei Ballabgaben. Gut, die einzige Skurrilität bei den Renegades ist tatsächlich der menschliche Werfer, weil der Animosität gegen alle hat. Was für ein Werfer eigentlich Widerspruch an sich ist, aber... Ja, definitiv. Gegen Elfen und gegen die Dunkelelfen und gegen die Gobos kein Thema. Gegen den Ork und gegen die Biggers auch kein Thema. Aber wenn er gegen die eigenen Linemen sozusagen den Pass nicht werfen will, das ist so ein bisschen am Ziel vorbei. Und das macht ihn auch wirklich total nutzlos eigentlich. Aber das bei dem Old World Alliance, die haben sie echt zu sehr kaputt gemacht irgendwie. Ich verstehe auch nicht, dass sie das nicht ändern, weil das können sie doch ohne weiteres in den Regeln mal schnell ändern und die sehen, dass das Team so nicht spielbar ist irgendwie. Ja. Naja, jetzt kann ich sagen, bin there, done that. Setz einen Haken dran. Ja, eben. Begeb mich mal. Ich schaue mich mal auf den Transfermarkt ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja ein Team, das nächste Saison einen neuen Trainer braucht. Ja, es gibt die neuen Necros. Ja, da bin ich sowieso schon aufs Trainingslager gespannt. Also ich will die ja definitiv in der Ladder spielen. Ja. Und mich da mal eingerufen mit denen. Auf die freue ich mich auch. Die werden lustig. Nun denn,
dann nochmal gratuliere zum Sieg und gratuliere zum Sieg der Division und viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen im Finale. Danke, ich hoffe, ich werde die Liga nicht, nicht Schande machen. Und ich werde mal die Liga haben. Alles klar. Und dann sehen wir uns bestimmt in irgendeiner anderen Liga irgendwie mal wieder. Ja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut, ciao. Ciao. So. Was soll ich sagen? Dieses Team hasst Würfel oder so. Aber insgesamt war's eine lustige Saison. Wir haben drei Unentschieden rausgeholt. Warte mal, lass mich doch mal ganz kurz hier reingucken. History. Es ging los mit dem 0-3 gegen Moppy, also gegen Taiki. Ansonsten haben wir immer einen Touchdown gescored gegen Lieben. Du hast mit seinen Orks auch nicht. Es gibt schönere Songs, schönere Sachen, aber ich will das Team nicht schlecht reden. Es liegt einzig und allein an Trainerentscheidungen, dass wir nicht das Ergebnis einfahren konnten, was wir einfahren wollten. Deswegen freue ich mich auf das, was denn die Vereinsführung mit uns noch vorhat und mal gucken, wie es denn nächste Saison weitergeht. Es gibt wohl schon im Hintergrund ein paar Vertragsverhandlungen mal laufen, aber da warten wir einfach mal ab. Dann war's das für die Saison, für diese Staffel der League of Cakes in der Wakeland Division. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der ganze Spaß hier gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr seht mich wieder in der DBWL und im WCQ und in der Ladder mit Necro gegen den Rest der Ladder. Bis dahin freue ich mich, wann es weitergeht. Mal gucken, wie es in der nächsten Season der Lok weitergeht. Und habt noch ganz viel Spaß. Bleibt geschmeidig. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und Servus.